Nein, das darf nicht sein. Dünner hier ist Mörder, entflieht seiner gerechten Stiefelstrafe. Und er nimmt auch noch Imoen mit. Es muss etwas geschehen, Talisa. Wir müssen diesen bösartigen Zauberer finden. Alles, was gut ist, schreit förmlich danach. Selbst der kleine Bo, auch wenn der vielleicht nicht ganz so laut schreien kann. Ich fände es merkwürdig, dass Irenikus jemand aus freien Stücken laufen lässt. Und warum sollte er Imoen entführen, wenn er doch eigentlich an Talisa interessiert ist? Vielleicht erwartet er, dass wir die Verfolgung aufnehmen. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Wir wissen nur wenig über ihn. Gegen wen er kämpfte, wer ihn gefangen nahm oder wo wir überhaupt sind. Wir sind anscheinend in Machenschaften hineingezogen worden, an denen wir keinen Anteil haben. Nein, wir müssen schnell los und unsere Freundin Imoen retten. Vielleicht beugt sich der Zauberer gerade in diesem Moment schon lächelnd über sie. Seid nicht dumm, Minsk. Erst einmal müssen wir wissen, wer unsere Feinde überhaupt sind und wie groß die Gefahr ist, in der wir schweben. Ehe wir irgendwohin losstürzen. Die Ruinen hat recht, mein großer Freund. Der Zauberer hat offensichtlich große Macht. Und ich nehme an, dass wir ihn nicht das letzte Mal gesehen haben. Wir sollten uns mal umschauen. Vielleicht lassen sich in der Stadt hier Verbündete finden. So, Imoen wurde mitsamt ihren Gegenständen mitgenommen. Hier liegen ein paar Leichen rum. Und hier ist eine Wache, ein Soldat. Vielleicht kann der uns helfen. Ich möchte hier keine Schwierigkeiten durch euch. Ich habe gesehen, wie ihr mit diesen anderen Leuten hereingekommen seid. Ihr habt Glück, dass nur das Mädchen Magie eingesetzt hat, sonst wären alle ins Gefängnis gewandert. Ja, ich muss dieses Mädchen finden, das ihr erwähnt habt. Wisst ihr, wo die verhüllten Magier hingebracht haben? Sie ist sicher nicht ins Gefängnis der Stadt gebracht worden. Wir sind nicht ausgerüstet, um uns derartige gefährliche Abweichler zu kümmern. Die verhüllten Magier hingegen sehr wohl. Wo sie Gefangene aufbewahren, die Magie einsetzen können, weiß ich nicht. Niemand weiß es. Und ich zweifle stark daran, dass sie es euch mitteilen würden. Der Einsatz von Magie ist illegal und das bedeutet, dass sie eine Kriminelle ist. Nun, was wisst ihr von den Aktivitäten der Schattendiebe hier in der Stadt? Das ist kein Thema, das euch kümmern sollte, Bürger. Ich würde vorschlagen, dass ihr es vermeidet, euch mit solchen Leuten einzulassen. Gut, dann werde ich wohl gehen. Wie ihr wünscht, teilt euch aus allen Schwierigkeiten heraus oder ihr müsst mit Konsequenzen rechnen. Gut. Wir sind also draußen und ich habe jetzt mal absichtlich die Dialogoption mit der Maus genutzt. Ich müsste vielleicht mal rausfinden, ob man irgendwie in den Einstellungen die Maus umstellen kann. Aber hier gibt's leider nichts. Kann nur die Schatten transparent machen, aber selbst das bringt mir nichts, weil diese Einstellungen kann ich nicht einstellen. Doch nicht die Farbtiefe, weil standardmäßig 32-Bit eingestellt ist. Okay. Gut, was wir von der Wache jetzt aber indirekt wissen, was jetzt nicht im Dialog vorgekommen ist, ist, dass wir eine Karte bekommen haben. Also eine knappe Übersicht über das Gebiet, wo wir uns hier gerade befinden. Und wo wir zum Beispiel einen Laden finden, beziehungsweise wo wir den wir haben jetzt von der Wache erfahren, wo wir einen Laden finden und wo wir das nächste Wirtshaus finden, also die nächsten beiden Orte hier in diesem Bereich. Wir haben hier allerdings noch andere Leute in der Gegend, mit denen wir reden können. Und wir haben ein Level-Up für Yahira und Minsk. Das ist zum Beispiel auch nicht schlecht. Also erstmal wieder Einstellungen. Das hier runtersetzen. Dann Minsk. Eine Stufe aufsteigen. Kriegt er 12 Trefferpunkte. ETW reduziert. Und er kann jetzt endlich anfangen, Zauber einzusetzen. So. Yahira kriegt für ihren Kämpfer ein Level ab. Kriegt nochmal 6 Trefferpunkte und gut ist. Ja, sehr schön. Sie kann jetzt keine neuen Zauber, weil sie jetzt Kämpfer-Level abgekriegt hat. Nicht Druiden-Level ab. Minz hingegen kriegt ein Level ab. Besteht aus reiner magischer Energie. Alle 5 Stunden steigt die Schutzwirkung für weitere 5%.
Das wäre zum Beispiel für Minsk nicht schlecht. Weil leichte Wunden heilen ist nicht so toll. Verderben. Zauberkeule verschlingen. Nimmt Minsk einfach mal das hier. Er kriegt jetzt immerhin schon mal 10% weniger Schaden dadurch. Erzfeind ist Vampir in diesem Teil, ja, was eigentlich ganz praktisch ist. Sie ist neutral, er ist neutral. So, hier sind noch zwei Leute gewesen, die gesehen hat, was hier vorgegangen ist. Vielleicht können die uns beide helfen. Solange ihr höflich seid, werde ich euch tolerieren. Seid gegrüßt. Hattet ihr irgendwas mit dem Schauspiel zu tun, dessen Zeuge ich gerade geworden bin? Zweifellos ist noch mehr kriegführendes Gesocks in diese Gildengeschichte verwickelt. Irgendwie schon. Ich nehme an, der Zauberer, der mitgenommen wurde. Wisst ihr, wer das war? Vielleicht irgendwie. Könnt ihr mir sagen, wo ich bin? Ich bin mit der Frau zusammen, mit dem Zauberer mitgenommen. Ich bin mit der Frau, die zusammen mit dem Zauberer mitgenommen wurde, befreundet. Wisst ihr, wer sie mitnahm und wohin? Habt ihr gesehen, was passiert ist? Warum erwähnt ihr die Gilden? Ist das nicht Aufregung genug? Das geht euch nichts an, entschuldigt. Warum erwähnt ihr die Gilden? Ich bin nicht so entfernt von den Arbeitsvorgängen der Stadt, wie es vielleicht bei einigen Adligen der Fall sein mag. Ich höre das Gemurmel unseres Stalljungens und seiner Verwandtschaft. Die beherrschen die Nächte und führen Krieg gegen diejenigen, die ihnen die Macht entreißen wollen. Es würde mich nicht wundern, wenn das bald auch am Tage ausgetragen wird. Könnt ihr was über den Zauberer sagen, der mitgenommen wurde? Ich fürchte nein. Jeder, der Magie praktiziert, ohne eine Lizenz zu haben, tut dies im Verborgenen. Die verhüllten Magier verhaften die, die das nicht tun, wie zum Beispiel euren geheimnisvollen Zauberer. Ich weiß nicht, wie man eine Lizenz der verhüllten Magier, die das Praktizieren von Magie erlaubt, kommt, aber ich nehme an, dass irgendjemand im Regierungsbezirk Bescheid wissen müsste. Die verhüllten Magier, sind das die, die Imoen und den Zauber mitgenommen haben? Das Mädchen war eine Freundin von euch. Nun, sie war eine Beschwörerin und deshalb sind beide, sie und der andere, vom verhüllten Magier mitgenommen worden. Hütet euch, Talisa. Ich habe von diesen verhüllten Magiern gehört. Sie sind Magier des höchsten Ranges und ich glaube, die einzige Zauberkundigen, die hier in Arm ihre Künste praktizieren dürfen. Also sind wir tatsächlich in Arm. Die Verwendung von Magie ist hier natürlich verboten. Ich weiß jedoch nicht, wohin die Zauberer eure Freundin bringen würden. Ja. Wo soll hier sein? Könnt ihr mir sagen, wo ich bin? Ah, ich habe mir schon wegen eures Akzents und eurer Kleidung gedacht, dass ihr von außerhalb kommt. Willkommen in Adkatla, der Stadt des Geldes. Adkatla, die Hauptstadt von Am? Ja, wisst ihr zufälligerweise, wer der Zauberer war? Adkatla. Wisst ihr, wer diese Männer waren? Ich verstehe. Habt ihr zufälligerweise alles gesehen, was passiert ist? Nehmen wir mal die drei. Nicht viel, meine Fürstin. Alle hier in der Promenade waren ziemlich verängstigt, als der Zauberer anfing, gegen diese in schwarz gekleideten Männer zu kämpfen. Das Feuer und die Blitze ließen uns alle weglaufen und ein großer Teil der Promenade hier ist zerstört. Es ist gut, dass der Zauberer für seine Rücksichtslosigkeit verhaftet wurde. Die Promenade? Ja, ihr seid hier in der Vaukens-Promenade in Alcatla. Ihr seid neu hier, wie ich schon vermutet hatte. Wenn ihr nach mehr Antworten sucht, findet ihr andere euresgleichen an einem Ort namens Kupferkrone in den Slums. Ist natürlich nicht despektierlich gemeint. Ja. Ihr habt Gilden erwähnt. Ja, da sagt sie wieder das hier. Okay, da mache ich mich auf den Weg, danke. Und er hier? Ist es wichtig? Woher zum Teufel seid ihr gekommen? Ich kann kaum glauben, dass der verdammte Zauberer verrückt geworden ist. Als ob ein Gildenkrieg in Alcatla nicht schon genug wäre. Was seid ihr mit einem Gildenkrieg? Das ist einer der Gründe, warum schlaue Leute nachts drinnen bleiben, obwohl keine Wache irgendwas dazu sagen wird. Schlecht für das Ansehen der Stadt. Ich weiß es, weil ich dicht an der Straße bin. Da findet ein Krieg zwischen den Dieben und einer neuen Gilde statt. Ich weiß nicht viel, aber eine Menge Leute sind verschwunden. Darüber lässt sich nicht viel mehr sagen. Braucht ihr sonst noch was? Welche Stadt ist das hier? Ich glaube, ich erkenne diesen Ort wieder. Wie ich schon sagte, als wir uns trafen, ich glaube, das ist Adkatla. Stimmt das? Ist dies die Stadt des Geldes? Ja, das stimmt.
Und der Kampf zwischen dem Zauberer und diesen Männern, ihr habt alles gesehen? Tja, der Zauberer war wütender als ein Drache und vernichtete diese Männer in Schwarz. Der verdammte Zauberer hat sie alle getötet und auch gleich die halbe Promenade zerstört, ehe er aufhörte. Die Promenade? Tja, das hier ist Vaukens Promenade, das Zentrum für Handel und anderes in der Stadt. Ihr wisst nicht zufälligerweise, wer diese Männer waren, gegen die der Zauberer kämpfte, oder? Nein, sie waren alle in Schwarz und schwärmten vor einer Stunde mit ihren Dolchen umher. Ich dachte mir schon, dass es dort Ärger geben würde, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie am meisten einstecken würden. Die, die den Zauberer und Imoen mitnahmen, wisst ihr, wer sie sind und wohin sie gegangen sind? Imoen, ist das das Mädchen? Ja, sie wurde mitgenommen. Weiß nicht wohin. Vielleicht war es die Verhüllten. Kommen, um sie für all die Magie und ähnliches in Haft zu nehmen. Die Verhüllten? Wer sind sie? Warum sollten sie jemanden wegen Magie in Haft nehmen? Ihr seid neu hier, nicht wahr? In Alcatla ist Magie verboten. Ich glaube, die verhüllten Magier halten alle anderen Magier unter Kontrolle. Achso, natürlich, wenn ihr die Erlaubnis der verhüllten Magier habt, eure Magie zu benutzen. Weiß allerdings nicht, was man machen muss, um so ein Ding zu bekommen. Mhm. Ich schätze, ich muss mich jetzt allein zurechtfinden. Entschuldigt mich. Oh. Promenade. Ja, entschuldigt mich. Nun passt auf euch auf, wünsche euch gute Geschäfte. Ich kenne diesen Ort und diese Gebäude. Ja, diese Person hat offenbar recht gehabt. Wir befinden uns in Atkatla. Ja. Ich habe keinen Grund, an euren Worten zu zweifeln. Sind wir weit von der Schwertküste entfernt? Ihr erwartet doch nicht, dass ich wirklich glaube, dass ihr anhand von ein paar Gebäuden beurteilen könnt. Und ich dachte mir, meine Feinde würden eher aus meiner Heimat gegenkommen. Nehmen wir mal die 1. Nein, Alt-Katla liegt am unteren Ende der Schwertküste. Ich frage mich, wen wir verärgert haben, dass man uns hierher gebracht hat. Im Moment sollten wir wohl besser nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen. Vielleicht sollten wir uns in den Slums verbergen. Wir benötigen einen sicheren Ort, an dem wir unsere nächsten Schritte planen können. Und warum wisst ihr so viel über diesen Ort? Warum gehen wir nicht einfach? Aus welchem Grund sollten wir hierbleiben und darauf warten, dass unsere Feinde erneut zuschlagen? Warum wisst ihr so viel über diesen Ort? Ihr seid vielleicht noch nie hier gewesen, ich aber sehr wohl. Jene, die Harfe spielen, neigen dazu, viel zu reisen. Khalid und ich sind hierher gekommen, um... Nun sagen wir einfach, ich war schon einmal hier. Ich kenne die Stadt leider nicht gut genug, um genaue Wegangaben machen zu können. Wir müssen die Slums suchen und dann können wir vielleicht herausfinden, wer Imoen gefangen hält. Khalid, Sylvanus, lass ihn meinen Schwur hören. Wenn es notwendig ist, werde ich diese ganze Stadt auf den Kopf stellen, um seinen Mörder zu finden. Das schwöre ich. Das war auf jeden Fall ziemlich morbid. Werdet ihr noch öfter mit ihm sprechen? Eine gute Idee. Ich werde euch nach besten Kräften unterstützen. Wir haben noch andere Probleme. Verschwendet doch nicht eure Zeit. Nehmen wir mal die 2. Es ist mein Wille, das zu tun, und ich werde dafür sorgen, dass es ordentlich getan wird. Wollt ihr helfen, umso besser. Wenn nicht, geht mir aus dem Weg. Wow, also Yahira ist gereizt. So, wir wissen, wo der nächste Laden ist. Also hier in dem Bereich, hat er gesagt, muss irgendwo ein Laden sein. Der hier verkauft nur Krimskrams. Hier ist ein Marktschreier, der schreit, verkauft hier bei mir. Kommt zum Marktabenteurer. Kommt zum Markt Abenteurers allerlei. Hinter mir findet ihr alles an Ausrüstung, was ein Abenteurer brauchen kann. Was kann man da drin kaufen? Waffen, sowohl magische als auch normale. Aus Drachenhorten geraubte Rüstungen, magische Spruchrollen. Wir haben alles, was ihr braucht. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine Karte. Und mir fällt gerade so auf. Irgendwie sieht es hier so aus, als ob wir keine Hose anhaben. Hier haben wir jedoch eine an. Gut, hier die Wache. Geht weiter, keine Rumlungen in der Nähe der Ladenfeste. Die Waren stehen unter meinem Schutz. Ihr seht besonders einsatzfähig aus. Haben hier Diebe große Schwierigkeiten gemacht? Nicht mehr. Meine Gilde ist auf Diebstahlreduzierung spezialisiert. Man findet hier als Dieb keine Gelegenheit mehr. Gut, das heißt, ich will wohl mit dem Ladenbesitzer hier reden.